Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuesten Video über den Zackfishing Adventskalender. Heute zu Türchen 3. Mal schauen, was heute drin ist. Vielleicht endlich ein Edward. Wer weiß. Ja. Ne? Hier ist die Tür 3 schon mal. Ein schöner Jigspinner. Jetzt hole ich mal raus. Handy wieder ins Stativ. Dann kann es schon gleich losgehen. Okay. Jigspinner. Sieht mir nach einer sehr natürlichen Farbe aus. Ja, es ist eine sehr natürliche Farbe. Okay, Sinking on your Creative. Hier. Mal rausholen noch. Schönes goldenes Spinnerblatt. Ich habe schon einen Jigspinner. Sieht sehr. Der Jigspinner sieht sehr aus wie der Derracoop von Illex. Oder ich weiß jetzt nicht, wie die eigentliche Firma davon heißt, aber ich kaufe den auf jeden Fall immer bei Elex in Derracoop. Sieht mir sehr nach einer Nachmache irgendwie davon aus, aber ist auf jeden Fall eine schöne Farbe. Kann man auf jeden Fall gut fischen, denke ich. Das hier unten sieht mir sehr UV-aktiv aus, sonst sehr natürliche Farbe. Ich habe schon einen Jigspinner, aber ich kann den mal kurz holen. Mein Derracoop habe ich jetzt gerade nicht hier, der ist unten im Keller, aber ich habe auch so ein bisschen anderen Jigspinner. Habe ich noch den hier. Das ist eigentlich so die Bringerfarbe bei mir gewesen. Aber ich glaube, der Derracoop, der hat immer sehr gut auf Zander gefangen. Also der dürfte auf jeden Fall auch gehen. Das war's dann auch schon zu dem Türchen 3 eigentlich. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann war's das mit dem Adventskalender, Türchen Nummer 3.